Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge Conan Exiles. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe natürlich schon wieder ordentlich Eisen und so gesammelt für uns zur Produktion, aber wir sind immer noch da dran, denn wir brauchen ja noch ohne Ende von diesen Eisenkeilen für unser Meisterbauwerk. Doch so ist Eisen ja natürlich immer spielt eine große Rolle. Durch das letzte Mal hatte ich hier Gefahrenmeldungen. Versuchen wir hier mal ganz forsch ein bisschen was ranzuholen. Ja, ist schon wieder so ein bisschen. Oh, noch ein bisschen weiter. Eisen haben wir hier echt ohne Ende. Das ist ja das Praktische und auch der Grund, warum wir hierher gezogen sind, um ehrlich zu sein. Passt. Stein etc. haben wir noch ohne Ende. Trinken können wir auch mal unterwegs was. Auf der 8. Holz, es ist alles da, was wir hier brauchen. Das ist ja das Schöne. So. Was ich mir nur hier überlegt habe. Ich das hier nicht so, jetzt hier so ein Mittelding reinziehe und dann da drüben nochmal so versuche das gleiche lang zu bauen. Problem ist, weil hier das Eisen, das kommt eh nicht mehr. Ich habe eigentlich extra nicht so weit hier hingebaut, weil ich dachte, dass das Eisen direkt vor meiner Tür immer wieder kommt, aber ist nicht der Fall, weil wir brauchen hier eh einen Weg hier hoch. Und deswegen sage ich mal, können wir hier auch in Ruhe. Ja, hier seht ihr, ist auch ein bisschen was zusammengekommen. Packen wir mal ein. Direkt hier weitermachen. Hier ist auch noch ohne Ende drin. So. Die nehmen wir mit. Geformtes Holz haben wir aber nicht mehr viel. Das war's. Ich habe hier unten noch in meiner Kiste. Irgendwo Holz. Hat man was für hier? Hier können wir mal. Lagerfeuer. Hatte ich nicht irgendwo auch exotisches Fleisch? Nee, das ist schlecht geworden. Schade. Habe ich denn Holz? Da habe ich Holz. Denn wir müssen ja hier auch zumachen und deswegen könnten wir hier auch in Ruhe ein ein Dings bauen. So. Können wir hier auch in Ruhe weiterbauen, sag ich mal, dass wir hier vorne so lang gehen können. Und das, doch, das habe ich ja mitgenommen. Jetzt können wir hier in Ruhe. Die da. Ziegel sind auch in Arbeit. So. 10. Wahnsinn. Du hörst mit dem Holz nämlich auf. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und die will ich jetzt hier auch noch ansetzen. Stufenaufstieg. Denn solange der produziert, können wir hier mal reingucken. Beleben, Belastbarkeit, Beweglichkeit. Was macht das Stehvermögen? Mal ruhig nochmal einen hochpushen und die Stärke natürlich. Rezepte. Viel Dekokram, den wir halt noch nicht haben. Ein Trinkbrunnen. Aber hier geht es halt noch nicht weiter, weil Stufe 36. Nur Schrott, ne? Wir könnten den jetzt hier lernen, dann hätten wir hier die verstärkten Platten etc. Will ich aber gar nicht mehr.
So eine große Truhe ist vielleicht eher was. Das sind neue Kleidungsmittel. Die habe ich mir mal freigespielt, kosten auch nur 3. Irgendwas anderes, was wir eher brauchen würden, könnten. Ich glaube, oh, kostet 5. Ich habe 8. Der passt doch, komm. So. Gucken wir mal rein. Große Kuh. Boah, was geht mit euch? Ja, wir haben hier viel Dekokram. Die Kleidung ist wahrscheinlich in der Werkbank denn drin, die wir auch noch nicht haben. Deswegen erstmal hier 1, 2, 3, 4, 5. So. Da habe ich ja gesagt, kommen hier 2 Wände rein. Da ist hier 1. Würde auch nochmal ein Haus hinkommen, also geht noch eine ganze Ecke. Haus. 1, 2, 3, 4. Nicht genug Ressourcen. Eins, zwei, drei, vier. 5 und dann nochmal 2. Einer geht noch, dann fehlt der. Würde ja genau passen. Ja, fehlt. Problem ist, wir müssen jetzt auch hier oben verharren. Wir brauchen als erstes die Treppe, das ist wichtig, sonst kommen wir hier echt nicht mehr hoch. Haben wir ein Problem an der Backe. Ja, ich habe mal einen kurzen Sprung gemacht. Ich habe gewartet. So, fertig. 100 Holz. So. Denn da brauchen wir noch auch einige für, aber ich würde mir jetzt hier erstmal überlege. Ich gehe mal hier noch 2, 3 raus. Also brauche ich hier noch 4. 1, 2. Es wird ein interessantes Bauwerk hier, das ganze Ding. Und hier kann ich dann auch spitz werden. Also, spitz im Sinne von was anderem. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Na, ich gucke einfach gleich mit dem Gebäude. Mit den Gebäuden. Der muss auf jeden Fall noch ordentlich weiter reinzimmern. Ah, da fehlt es an Ziegeln, die kann man nämlich direkt weiter produzieren. Aus hier. Jetzt machen wir hier Knallgas. Auf die 6. So, das ist hier quasi so die Mitte. Die Mitte der Welt. Nicht bauen lassen. Ist das richtig? Doch. So, hier fehlt nur ja auch überall noch die Wände. Wo ist der hier? Da fehlt es an.
Eisenbahn? Was seid ihr denn? Bitte schön. Achso, der produziert ja. So. Okay. Auf die I. Wir wollen nämlich hier. Durch ein paar. Dann zieh ich mir mal hier so runter. Hier, hier würde ich dann halt einfach so spitz zu laufen. Wenn das machen würde, tut da nicht egal. So, weg damit. Außenseite. Okay, da. So. Wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5. Keine Ahnung, was ich hier so hinmache dann. Der war natürlich blöd. Na, verdammt, der war noch viel blöder. Erstmal gar nicht. Ich brauche ja eh hier die zwei Türen. Mache ich wirklich hier die Tür hin? Und hier? Eins, zwei, drei. 4, 5, 6. Dann sollte das eigentlich ganz gut aussehen. Dann habe ich hier die Mitte. Ich weiß noch nicht, ob ich auch eine Treppe hoch mache. Wird aber wahrscheinlich eher nichts werden. Und hier eine Treppe kriegen wir nicht hoch. Deswegen ist hier Ende im Gelände. Können wir immer noch mal ein bisschen rausgucken. Was eigentlich sehr schade ist. Wir können es ja trotzdem probieren, oder? Tut ja nicht weh. So. Das Loch bleibt immer noch. Okay, das heißt in dem Fall noch ein Kasten. Ja, mehr haben wir jetzt echt nicht. Guck mal, hier wieder peu à peu leer geht. Treppe. Wir müssen einfach schauen. Nett wäre es auf jeden Fall, wenn wir das relativ synchron hier hingebacken kriegen. Ja, wird aber nichts. Da fehlt ja die Wand. Dann müssen wir das einfach so lassen. Machen wir hier zu und gut ist. Dann nicht. Aber ihr seht, wo es hinführt. Weit, weit. Keine Ressourcen mehr, ja, ich danke dafür.
Ich meine, klar, ich könnte jetzt hier auch mittig hochgehen. Nee, würde gar nicht gehen. Eine Treppe. Habe ich hier die Mitte, weil hier hinten ist nicht genug Platz. Dann hätte ich nämlich nur hier diese Laufstrecke. Das ist zu wenig. Um die nur hier mittig hochzuziehen. Toll, jetzt habe ich da nicht mal einen mehr. Okay, was können wir denn noch Schönes bauen, was wir auf jeden Fall brauchen? Das ist einmal klar der Kleidungsmacher hier. 50 und 100. Ich weiß nicht, wie viel ich hier drin habe. Genug. Wo bist du aus? So. Ah, noch ein bisschen. Ein sehr wichtiges Utensil. Natürlich schön, wenn ich vorher da die Werkbank noch reingequetscht kriege. Was fehlt denn noch? Ziegel. Ganzen zerstörten. Nee, du bleibst schon hier. Ist die Werkbank abgebrochen? Ich bin auch ein. Wird ziemlich auch schon wieder duster. Ekelhaft. Aber hell genug ist es ja. Hier zumindest. Drin haben wir auch eine Fackel. Ich finde das ziemlich nice so. Ich hätte das gerne da drüben auch gehabt. Egal. Vielleicht machen wir es dann doch so synchron, dass ich hier irgendwie in der Mitte was ins Zimmer. Gleich fertig. Habe ich keine Fackeln hier zwischen gelagert? Ich habe, glaube ich, so viele gemacht. Ja, guck mal hier. Ist hier gar nichts. So. Ich stich jetzt hier rein. Komm schon. Ja nicht. Ja, lustig, genau mit dem Fenster. So, und hier haben wir nämlich auch die neuen Klamotten. Guck mal, Eisenbarren brauchen die. Das Schild, klar, das haben wir ja. Mittlere Gamaschen, mittlere. Wir sind ja schon bei schwer hier angekommen, aber das ist das Einzige. Was die Sachen können, keine Ahnung. Ich kann hier mal das hier ablegen, das brauchen wir noch. Stell einfach mal einen her, mal gucken, was kommt.
So, eine Fackel haben wir noch, die wollen wir auch direkt einsetzen. Ich sehe nicht viel. Warte, ich muss in den Schatten, hier in die Sonne. Mit Halsbändchen. Die kleine Domina. Ha, lustig. So, nee. Neues Kleidungsding haben wir mal erstellt. Warum auch nicht? Warte, dich will ich behalten. So, wir brauchen halt das fette Ding. Vielleicht kann man das ja auch irgendwelchen eigenen Sklaven mal anziehen oder so. Wäre ja nett. So, dann soll es das gewesen sein. In der nächsten Folge geht es hier auf jeden Fall weiter. Guck mal, da wandert der Mond. Sehr schönes Gebilde. Also, mal so hier irgendwie hinzukriegen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Groß, überdimensional und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.